Habe der Herr Vizepräsident, werte Abgeordnete. Geht's? Ich habe wenig Verständnis für eine Ernährung nach ideologischen Gesichtspunkten, wie es sich der Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir vorstellt. Der möchte zwar einerseits das Lebensmittelhandwerk erhalten und stärken, aber gleichzeitig den Fleischkonsum deutlich reduzieren. Das gräbt den Metzger und dem Fleischhandwerk das Wasser ab. Ob vegane Ersatzprodukte oder demnächst Schimmelkäfer gesünder sind, weiß ich nicht. Bei uns hat es deswegen heute in der Fraktion einen Schweinsbraten gegeben. Aber wenn Schulen und Kindergärten nur noch fleischlose und vegane Ernährung anbieten, dann werden sie ideologisch ernährt statt ausgewogen ernährt. Dann stirbt auch das Metzgerhandwerk. Was soll so unsere Zukunft ausschauen? Große Probleme bereiten dem Handwerk auch die beispiellosen Erhöhungen der Erzeugerpreise. Die haben sich letztes Jahr für Schweine- und Rindfleisch um fast 50% erhöht. Die Preissteigerung für Hilfsstoffe, Verpackungen, insbesondere Energie und machen dem Metzgerhandwerk zusätzlich zu schaffen. Die höheren Belastungen haben die Metzger bisher nur teilweise an die Verbraucher weitergegeben. Die Metzger sind da eher konservativ und abwartend. Irgendwann müssen die Preise aber erhöht werden. Der Kinderbuchautor Habeck hat ja schon bei Maischberger angedeutet, wo die Reise hingeht. Dass bestimmte Branchen wie Bäcker erst einmal einfach aufhören zu produzieren, das bedeutet aber nicht automatisch eine Insolvenz. Das würde aber genauso unsere Metzger betreffen. Dieser Amateurdarsteller eines Wirtschaftsministers weiß weder, was eine Insolvenz bedeutet, noch hat er irgendeine Wertschätzung für regionales Handwerk. Daher muss die bayerische Staatsregierung zumindest die Bürokratie abbauen und die Gebühren für die Fleischbeschauung senken, um gerade kleinere Schlachtbetriebe zu unterstützen. Seit dem Jahr 2000 werden die Gebühren von kreisfreien Städten und den Landkreisen nach Europarecht selbst festgelegt. Hierbei gestattet die EU für die amtliche Fleischbeschau eine Pauschalgebühr, die allerdings dem Verweis auf Kostendeckung lokal angepasst werden kann. Was in die Kalkulation der Kostendeckung mit einfließt, ist von Behörde zu Behörde verschieden und geht hin bis zum Dienstwagen vom Landrat. Diese Praxis für eine Regelung der EU hat zu zahlreichen Wettbewerbsverzerrungen geführt. Die Fleischbeschaugebühren sind nach gerichtlicher Überprüfung überzogen und führten zu einer Rückzahlung. Die Zukunft der bayerischen Metzger und ihrer Lieferanten, zum Beispiel der Schweinehalter, hängt sehr stark von der Politik ab. Aber solche Ferkeleien wie Söder und Kanniber helfen da den beiden Berufsgruppen sehr wenig. Was haben denn CSU und Freie Wähler die letzten Jahre gemacht, damit es Handwerk und Landwirten besser geht? Ein Betrieb nach dem anderen macht zu. In vielen Orten gibt es weder Metzger noch Schweinehalter. Allein im letzten Jahr haben 12% der Schweinemastbetriebe in Bayern aufgegeben. Dafür sind allerdings in Spanien 7,5 Millionen Mastplätze aufgebaut worden. Statt niederbayerischen Gesichts gibt es dann eben einen liberischen Schinken. Und allein 2011 bis 2017 haben insgesamt 424 Bäckereien und 600 Metzgereien im Freistaat für immer geschlossen, laut einer schriftlichen Anfrage beim Bayerischen Ministerium. In knapp 160 bayerischen Gemeinden gibt es inzwischen weder Metzger, Bäcker noch einen Lebensmittelmarkt. Und deshalb muss dem regionalen Handwerk mehr Wertschätzung zukommen und deren Bedingungen verbessert werden. Dankeschön. Plakate hochhalten am Mikrofon ist nicht erlaubt. Ich nehme an, Herr Stadler, Sie wissen es.